Good Story, Bad Telling. Ich glaube, das ist es, was mich das letzte Mal so aufgeregt hat im Mass Effect. Eine entscheidende Enthüllung, ein dramatischer Moment für die beiden Ryder Twins und eigentlich alles in allem schlüssig. Ein Kreis, der sich schön schließt. Informationen, die man eigentlich nur durchs reine Vorlesen die ganze Haut auf die Ermin treibt. Nur im Endeffekt hat die Regie versagt. In der Situation, bitte nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht, dass Mass Effect generell schlechte Geschichten erzählt oder schlecht Geschichten erzählt. Es ist nur wie soll ich sagen, ein Meilenstein versemmelt worden. In der letzten Folge. Die Sache mit der Mutter. Das ist, ich weiß nicht, da haben sie sich komplett verskriptet. Keine Ahnung, was da los war. Aber da ist so viel liegen geblieben, dass es schon fast kriminell ist. So viel Möglichkeit an Dramatik. Ja, aber gut, mal schauen. Jetzt auf jeden Fall konzentrieren wir uns auf Meridian. Und ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das wird. Ich weiß auch nicht einmal, wo ich hin muss, um Meridian zu starten. Wieder zurück am Nexus, oder direkt hin zu irgendeinem Punkt. Wieder dorthin, wo das Kommandoschiff liegt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist la. Die Sachen machen wir das jetzt? Ach, nicht notwendigerweise. Journey to Meridian. Auf geht's. Mal auf dem Schiff verlaufen. Schaut's aus. Schiff aus. Schaut's aus. Moment. Letzter Versuch zum Einkaufen. Pathfinder 7 Hammer. Oder? Ah, damit. Sag mal, was tue ich denn? Pathfinder 7, ja, richtig. Das haben wir auch. Wieso habe ich. Achso, noch passt schon. Und was sind meine Waffen? Meine Güte, entschuldigt's. Assault Rifle, das ist A7, das ist auch gut. Würdig und recht. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, die Remnant mit einem nassen Handtüchel über den Hinterhof zeigten. Bis in alle Ewigkeit. Seht's? Komisch. Selbst wenn ich vor mich hin blödle, sage ich nicht Cat, sondern Remnant. Obwohl die Cat ja eigentlich nur. Obwohl die Remnant ja nur eigentlich. Naja. Die sind ja nicht aggressiv gegen uns, die verteidigen ja nur Remnant-Sites. Also, so unbedeutend wirken auf mich die Bösewichte. Die expliziten Bösewichte, die kennt man. Welcome back. You have new email at your terminal, glaube da Pathfinder. nicht. Sag es doch. So, dann schauen wir einmal. Wir machen wieder vorsorglich einen Entwicklungs- und einen Forschungs- und Entwicklungscheck. Oh, da ist eine Mission, die haben wir nicht angeschlossen. Schau. Interesting, was war das für ein langes Ding? 18% ist mir bei Weitem zu wenig. 93 gefällt mir da schon besser. Belohnung. Kohle. Ischerei. Schaut das Sari aus. You have new email at your terminal, Oh, Pathfinder. shut up the fuck you must. Ist auch nix nice. Achso, die kriege ich automatisch dann. Ich habe vergessen, die Belohnungen für die Cryopod Perks oder die Cryopod Perks abzugraben.
Hat er was automatisch zugespielt? Ein Cyclone 7, ein Phalanx 7, ein Omniblade 7, Remnant Encryption Key, Titanium, bla bla bla. Bringt uns alles nix. Weapons. Muss drum wirklich auch weiter ausbauen. Ja, warum nicht auch schon, tut so cool. Na, zu wenig Level. Ich komme maximal auf 7. Damit ist er ganz, ganz klar, dass ich mir mein. Warte mal, aber was noch sein kann, sind welche Augmentations dazu kommen? Jo! Grenade Launcher, Sticky Grenade Launcher. Bitte aufpassen, das sind Augmentations und keine Mods, gell? Also die Dinger, die nur dann einen Sinn haben, wenn man was selber entwickelt. Bronzene. Ich konnte dann neue entwickeln mit neue Augmentations. Ob das was bringt, ist die Frage. Ich glaube es ja nicht. Da können wir über 7 nicht aussehen. Allein vom Levelrang schon nicht. So, hey Drack. Hey. Dating Drack. Ihr habt ja wohl. We can talk more later. Sure. 1400 Jahre alt Grogana daten. Oder das Alter. Was ist das für ein Fetischschifferl? Pathfinder. Du mich auch gleich mehrmals und auf Wiedersehen, we'll kleiner Rasterwusel. I know it. Ich mag den Liam nicht. Ich sag's nochmal. The Ghost Storm Technology has been fully researched, Pathfinder. Excellent. We're ready to make our push on Meridian then. Okay. I'll call a meeting immediately. Wenn ich mich nicht verreinert hat, permanent. Obwohl die Rampe direkt vor mir. Bitcoin-Tunnels already, Pathfinder. Call crew meeting. The Nexus leaders think our search for Meridian is a waste of time. But we know they're wrong. Do we? Turning on vaults won't be enough without the heart of the system. Just to clarify, you're defying a direct order? Not just me, the anderen Pathfinder. No, not me. We. We are going to defy them. Aha, that's the spirit. And the kit? That's where the Ghost Storm technology comes in. Isn't that right, Hager? Exactly. Our forged signals should divert some cat from you. It won't be all of them, but it'll be enough. The Tempest is small and fast. I don't need a big window. We'll drop you off and make our exit before the Ket catch on. Once we're on Meridian, it'll be a small team. Move fast, figure out its secrets. Right behind enemy lines. Good time to assess their numbers, defenses. And when you're ready, we'll extract you the same way we got you in. If we come back with actuals on Meridian, the Nexus will sit up. Sounds like a solid plan, team. Hager, you ready? Good to go on your word, Pathfinder. Ich halte das für gewissenlos, wahnsinnig und absolut tödlich. Sie lassen so viel Informationen außer Acht bei dem Schritt jetzt. Das ist ganz arg. Woher weiß ich denn? Achso, ja, ich habe ja die Karten. Stimmt, ja. Wieder finde ich nicht. Owe, auf euch. Subsection Shirts. Civilian ship. Hey, kid. We can talk more later. Sure.
Jetzt würde ich gern. Also in die anderen drei Teile war es ja so. Pathfinder. Dass du vor dem großen Push, vor dem Big Push, vom Final Push nochmal ordentlich in den Kistenkopf bist. Mit deiner Herzdame. Mit alle noch einmal ganz eindringliche Gespräche führen hast, Kinder. Need something? Need something done? Aber denen ist das alles wurscht. You know where to find me. Okay. Alles klar. Wir werden alle sterben, aber das stört uns nicht weiter. Und was ist mit der Movie Night? Die ist nie passiert. Das wäre ein geiles Flavor gewesen. E-Mail von Cora. Negativ. No messages whatsoever. Okay, let's do it. The big push. This is it. Money he find. Was unwahrscheinlich ist. Da, ganz, ganz drüben. Kifki. Kafka. Kafkaesk. Archon's information is right. This is the system. Meridian should be here somewhere. Gut, wir scannen uns durch. Irgendwas Auffälliges, Suvi? Na? Warte, gib mir mal eine Sekunde. Gerade vorher ist eine Meldung gekommen, you have lost contact to the Dingsbums Server. Game Settings, kann ich? Kann ich von in-game connecten irgendwie? Offensichtlich nicht. Vielleicht connectet das Ding auf einmal. Okay. Entschuldigt's. Fangen ganz außen an, arbeiten uns durch eine. Von wegen straight to the heart, ne? Wir fliegen zuerst einmal 15 Mal im Kreis. Damit die Cat jede nur mögliche Chance haben, dass uns orten, bevor wir zuschlagen. I'm picking up something. Oh, das ist winzig. Scheiße, wie ein Beneath 10 meters of solid ice is what appears to be a minor remnant installation, as yet undiscovered by Cat. Nur 10 Meter unterm Eis? Gar nicht so tief. Raquelmo. Raquelmo und Anselmo. Ich hab grad Spanien gesehen. Was wird's denn da geben? Wahrscheinlich wieder Remnant Installation, ne? Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Iron! Iron kann man gut brauchen. H309. Gasplanet. Several cat vessels are present in H309's upper atmosphere, gathering helium-3 for fuel. The scorched disruption of the gas giant's magnetosphere appears to be concealing us. Ja, Glück gehabt, weil sonst hätten sie uns eh schon bei einem Krawattel gehabt. So, da, was haben wir da noch? Das Ding.
H065. Planet. I'm picking up something. Ja, ich seh's schon, da. Deploying probe. Satellite detected. Wir haben Captain Dead. This cat satellite is focused on H065. Das ist ein cat satellite. Ah, hat er doch dieses zarte Cat Grün, ja. Taking detailed readings of seemingly empty expanses of deserts. Wird heute so laden nicht sein. Ja. Kitasira. Das ist jetzt Meridium. Meridium. Was bist du? That's it. That's Meridium. Or Kitasira, as the Ket call it. Looks like a giant space station. Ist das Ding wirklich so giant? So groß ist der nicht. So. Ja, und wo lande ich da jetzt? Was soll jetzt mit dem Ding? Ah, oh, drop sound. Do you wish to embark on the mission? Yes, I do. Die Bewaffnung passt. Wen nehmen wir jetzt mit? Jetzt wird's interessant. Ich glaube unsere Superhenker, oder? Die Frage ist, ob man nicht die Pieps mitnehmen sollen, weil sie die mit dem Remnant-Tag so gut auskennt. Na, wir brauchen jetzt erst einmal Durchschlagskraft. Initiating Ghost Storm on my mark. 3, 2, go. Enemy signature detected. Commence pursuit. Pager, it's working. Reading a bunch of Ket headed our way, pulling back. It's all on you now, Tempest. We should get them as close as possible to here. Intense readings could be some kind of control center. No decent landing sites. This could get messy. How messy? Dead messy. Ryder, looks like a flyby is our only option. I'll get as low as possible, but you'll have to eject over the target area. I'm great at falling. I've fallen out of so many things now, I should be a pro. Heard about your free fall to Habitat 7. Liam said he could hear you screaming the whole way down. Keep it buttoned this go around, huh? It's embarrassing. Okay. All right, you know the drill. What's your rate of descent? Shield should take care of the rest. So far, so good. The cat haven't detected us. But once we go in, we'll be clear as day to any troops on the ground. The shields will hold. The Tempest can take some shots if it has to. Some, not many. Ich halte die ganze Aktion trotzdem für verantwortungslos. Whoa! Da regnet's? Everyone okay? Everything's intact, I think. Es regnet auf der Space Station. I am detecting active conduits nearby. Your scanner should be picking them up. Ja, sicher. Das ist mein Ohr-Conduit. Great. Should've got the Tempest to drop us over there. Ugh.
Pathfinder, while interacting with that console, I detected the presence of a complex network connected via a central command hub. A hub? You mean we found Meridian's controls? Most likely. However, the hub is dark, deactivated. Und wieso sind Kettschiffe da? Ich glaub, let's see what Meridian's all about. Die haben die Karten nicht. We can start by finding its central hub. Pathfinder, we are looking at the central command hub I detected earlier. As with the monoliths and vaults, the hub is connected to the two neighboring towers. So activating the towers will also activate the command hub. Screw recon. Let's just activate Meridian. Ket won't like that. Activating a vault has previously activated a purification field. Perhaps Meridian is similar. Let's head to those towers and see what we can find. Pathfinder, interfacing with that console has activated a gravity well. Ah. Danke für die Info. Das hätte ich aber auch gesehen, wenn er mich umgedreht hätte. Look at that. At what? What am I looking at? Pathfinder, I'm picking up radio interference. A Ket signal. Alert! The detected signal was a decoy. Peter Zero has been infiltrated. All units are to focus on incapacitation and capture of the Pathfinder. Want Ryder? Gotta go through us, asshole. Ich verstehe nicht, warum die Ket da sind. Warum haben die das nicht schon seit 100 Jahren aufgemacht? Na cool, der stirbt da, wenn man ihn ausschmeißt. War nicht so aus, Alter. Next. Oh, scheiße, für das. Damn it. Das ist so ein Remnant. Right, so Commando. Probably need to check out those other two towers first. Ammo irgendwo? Ja. The two towers. Sam, what do you think? Intense vortexes of scourge energy. I would steer clear if I were you, Pathfinder. This place is a labyrinth. You sure we haven't been this way before?
Except I would steer clear of this way. Let's give me the door. Wieso regnet's auf der Station? Was geht so? Stay away from that stuff. Ja, ja, schneidet so mit mir. Stop fussing. A little rain won't kill you. Wow. I wasn't expecting this many trees. Thorn would love this. Trees? Trees? Was für trees? Ah, da oben. Strange vegetation. Hostile shuttle incoming. Okay, das schreit quasi, snipt's mir. Wo sind die jetzt? Wo sind die Jungs angeworfen worden? Bidi bidi bidi. We better find something amazing at the center of this place. We will. Wow, it's all completely overgrown. Watch your step. The rain makes everything a little slick. Huh? We've been here already. Glaub nicht. Hey, that looks like a remnant console we could use. Sag mal, ey, was ist mit dir? Nahkampf, Vetra, Fernkampf, fantastisch. Ja, gotta be getting close to one of those towers. We need to activate both to reach Meridian's core. How long have the kept been squatting here?
long enough, I imagine. Warte mal, noch einmal auf die Map. Da geradeaus, den Weg geradeaus. Den Weg geradeaus und dann mit das Platz. Na. Something like this. And why? It makes no sense. Es geht um Klimakontrolle, das macht schon Sinn. Das ist im Prinzip das Herzstück vom Well. Von einem galaxieweiten Klimamanipulationsdingsi. Dass da jede kleinste Fehlfunktion so Sachen bewirkt, muss da gerade sehen, ja, warum nicht? Let's light them up. Gut oder böse? A lot of cat equipment. Looks like they set up cat. Damn. Dann rechts, da so, kann das sein? Und dann gleich nochmal rechts. Ganz schöner Joghurten, die Gaudi. Na. Na. Da hoffe ich. Jo, da komm ich doch her. Okay.
The Archon speaks, translated from Toinaitset. The human pathfinder will make an attempt on Ki Tassira, or Meridian, as it is known to these creatures. It is a predictable course of action. I believe itself my equal and will attempt to steal the remnant's power from us. We have worked long and hard to unlock these secrets. We will not be usurped by this lesser creature. I have dispatched my enforcer, my sword, to the space station to handle this human. She will be my voice. Obey her as you would your Archon. Work on the remnant must continue in the meantime. With Kai Tassira fully under my control, Helios, Diangara, and the Pathfinder's people will all yield. Our rise is assured. It has always been assured. Victory is inevitable, and Kat are patient. Und du bist ein Arschloch. Und in selbiges werden wir da jetzt ordentlich treten. Das war mal eine Konsole, oder? So, jetzt werden wir mal zum ersten Mal sowas da schmeißen. Oh shit. Na, das war ja gar nicht so schwer. So. Da oben haben wir jetzt mal was zu wechseln. Haben wir die Gegend da gar nicht genau durchgeschaut. Aber es scheint auch nichts besonders umeinander zu liegen. Was ist das? Was war jetzt das? Sound. Gott, schaut die Scheiße aus. Ultra Rare Sword. Ultra Rare Sword Rifle. Na gut, passt. Waffen wieder raus. Es geht weiter. Monstrous Fungi. Was ist so monstrous an den Dingen? Now, this is an organism best described in Milky Way terms as a giant mushroom. A deep analysis indicates the similarities are purely visual. It bears almost no similarity to the fungal organisms on the Milky Way. Nämlich on the Milky Way. Komisch, ist es nicht in der Natur so, dass Form Function folgt und dementsprechend alles, was ähnlich ausschaut, auch ähnliche... We could be ambushed.
What the hell? Translating. Pattern 1-3. Viability 56.2%. Genetic template transmitted for testing. Were they performing experiments on them? Running an analysis on the glyphs. These bodies are prototypes from genetic blueprints, each more refined than the last. Using Meridian, they designed a species that would live in this cluster. The Angara. There is nothing in the Angaran records that hints at their origin. Just won't change the Angara. They won't like this. This revelation could shatter a people's worldview. The Moshai will know how best to break this to her people. So Meridian is not just about terraforming. It's capable of creating life. But why do something like this? What we saw, I can see nothing plant. About the Remnant Builder's ultimate purpose. They made life. What if the Archon could use Meridian to destroy life? Meridian shouldn't be a weapon. Smart, smart. We won't let him take Helios. Meridian shouldn't be a weapon. It's just stating the obvious. Well, we lost Helios is home. For the Angara and for us. Together we can stop the Archon from destroying it. We'd better get to those controls. Und sowas geht mir schon wieder mörderisch am Sack. If we crack Meridian's controls first, we make sure the Archon can't use it. Jarl needs to know what we learned about the Angara. I know. We'll tell Jarl. And let him decide how to spread the news to his people. Those observers weren't here before. Wieso sind da angezogene Angara in voller Rüstung? Finder, they are likely resuming their duties. Also wollen wir uns nicht verprügeln? Und deren sonst nichts. Hohe Anzunge Angara, die kommen mit Hortbrühen und Schnurrbart und größerer Beschuhung auf die Welt. So ein Scheiß. Das war allerdings immer schon so in Mass Effect. No, also sie haben riesen Angst vor Nudity. So, wo muss ich hin? Schauen wir auf die andere Seite, ne? Kann die Pots da nicht? Some kind of plant prototype, you think? In dem Ding wird Leben designed. Das ist the God Cluster. That's a lot of not quite Angara. Gotta admit, it's unsettling. Und wieso ist das so faszinierend? Ja gut, der Typ, der Archon, ist ein kleiner Wochenend-Hitler. Der will halt einfach die Weltherrschaft, das ist schon klar. Mit so einer Macht wie Meridian kann er die ja haben. Da geht's da aus, sehe. Kommt nicht da raus? Nein, das tue ich nicht. Ist zu. Da kann man schon fasziniert davon sein, das ist schon okay. The Archon must have learned about the Angara. Maybe that's why his forces are so entrenched here. It's working. Dunk's gone. It was hiding something, though. So this is how it's supposed to look when everything is working. Ah, fuck. Was aus dem Zeug? Und das ist die Ursuppe, die da immer dumm steht. Die ätzende Brühe. Was ist das? Ein Container. Container von Gott. Botschaft von Gott. Gefällt mir gut.
zu petzen. Are you seeing this? This organism appears to be held in stasis, Pathfinder. What data I can't find refers to a plant as a prototype, a blueprint. Huh, genetic experimentation. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich bin jetzt hingefahren, ich bin durch die Welt gefahren, das hat mir jetzt Lebenspunkte gekostet. Das finde ich aber gar nicht nett, Spiel. Die Punkte wie sofort wieder haben. Oh, schau. Schnell ist er, das muss man nicht lassen. This is looking ugly. We're in trouble here. Can't hold out much longer. Wo häng ich denn fest? Voll der Scheiß. Bewaffnung, Bewaffnung. Wo geht's jetzt weiter? Vielleicht irgendwo? Da. We've got away to... Plants are pretty, but they never did much for me. They just sit there, doing nothing. Will the Ket be able to use Meridian once it's activated? The Archon's forces have been here for years, and they're nowhere close to being able to understand Remnant tech. I can see why the Archon's so frustrated. You, playing with all the toys he wants. Thank you.
Aber wieso war dann der Meridian-Schlüssel so wichtig? Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Defense is everywhere and you're all shooting it up. Just the way I like it. Kill that other guy! Turret? Gericht. So, was ich brauche, ist wieder Ammo. Did anyone actually live here? Or was this just their giant terraforming lab? I would like to live here. Ground Zero, I'm guessing. Pathfinder. It appears the energy waves from these creatures contributed to the scourge throughout Helios. So whatever happened here caused the scourge to erupt all across the cluster? Yes, Pathfinder. Huh, so the remnant builders messed up somehow. This is an impact crater. It could have been an attack. Vielleicht haben sie die Cat angegriffen, das Ding? Dann ist die Technik was zu sagen. Auf da! Das ist keine Futzer, du wirst wieder hupfen. Lots of stuff here. Had to have a purpose. I see the conduits. Some kind of pattern here. Detecting low levels of power, Pathfinder. A scan may help identify conduits. Warte mal, das sind mehr so. Mehr so Dinge. Mehr so unsichtbare Messages.
Und zu was waren die Scans jetzt gut? Wow, I think that's fried. Will it even work? Don't look at me. Damage to parts of the system are preventing power out. Can we reroute past the damage? That may work, Pathfinder. Boosting trace signals. Some kind of glyph on this thing. It matches the pattern on the main console, Pathfinder. Wo ist die Glyph? Ah, okay. Da sind Glyphen. Vier Stück, okay. Du bist okay und F rechts. Excellent. That triggered remnant defenses, Pathfinder. One more try at rerouting this. Okay. Da muss eine Reihenfolge. Reihenfolge her. Aber was ist die Reihenfolge? Was ist die Reihenfolge? This interface can so appears to control the flow of large amounts of energy. Vielleicht die Reihenfolge, in der die Dingsies mit dem Dingsy verbunden sind. Na gut, dann gehen wir mal die Reihenfolge nach. Demnach warst du. Punkt eins. Maybe do more of that. Hinoch geht's da obi. Quasi notoi. Und zu der Konsole. Nice. Ja, nice. So, ja. Dann. Jetzt der Vierer. Einfach im Kreuzstich zur Gnade quasi. I think you're on the right track. Ja, das glaube ich, ja. Bleibt ja eh nur noch die da über, ne? I think that's it. The primary console should work now, Pathfinder. Das ist die primary console. Provisional repairs are complete, Pathfinder. Only one way to know for sure. Translating. Flight control systems online. Welcome, administrator. I have a bad feeling.
Na, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Looks like those repairs worked better than expected. Restoring systems has reactivated something else nearby, Pathfinder. The Purge. Yeah, but what? Was geschieht mit mir? Oh, Scheiße. Schiffe. Was ist das? Translating. Exploration vessels on standby. We have seen remnant ships, but none in working condition. It says it cannot retrieve commands from the Meridian engine. Meridian engine? Sam, do you know what? They're going to be trouble. Forget about the Kent. We've got remnants. Ryder, I detect a surge of energy on the scans. The sanction you're in lit up like Mardi Gras. That's because remnant are trying to blow us up. What's going on? Are you all... Can't talk right now! Get the intel on the enemy. Command hub will be open now. All right, two towers going. Should get us into Meridian's main control room. Yo, should it? Oh, wow, shit. Those lights. This is something else. Good job, Ryder. Über die Flanke gehen, über die Flanke gehen. Yeah.
Okay, nehmen wir uns selbst nicht in die Tendrilen da einklampfen. There's a lot of lights here. Once we get everything turned on, this place will be blinding. Oh, come on, old man. It's not that bad. I think they're kind of soothing myself. Bridge controls. Die schaut mal eher hier aus. Na ja, gut, okay. Da komm ich drüber. Gonna need to jump. Kein Problem. Ja, ist. Da geht es ja mitten immer so ein Fleck drauf. Fuck. Shit. Shit. Gerannt. Da vorne ist die Tier. Weiß ich nicht. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Sich total verloren. Hm.
haben wir gerade gar nichts. Nein, dann mal, finde aber keine. Und nachdem ich das Gefühl habe, dass es da um Zeit geht, die Kette sind schließlich weiter raus. Bist du der Kontrollraum? Da haben wir. No idea, but that looks like a gravity well. Maybe because it is a gravity well. Okay, Freunde, auf geht's. Central Command. Das war ein gescheit knackiger Kampf. Ein ordentlich knackiges Gefecht. Command Hub. This is it. The Command Hub. Finally. Jetzt haben wir gut benannt, da freue ich mich. Oh ja, da steht für Munition und so. What's that? Something that big has to be important. Vor allem da fliegt was. Da fliegt ein Schiff herum. Error. Translating. Connection lost. Meridian engine not found. Can we repair this? Sam, is there damage here? Can we restore systems like we did before? I'm sorry, Pathfinder. Systems are intact, but they are searching for a component that doesn't appear to exist. What do you mean doesn't appear to exist? Faceblood. One moment, Pathfinder. I have found something. Translating. Final administrator log. The opposition's weapon may cause widespread damage. All our weapons, our ships, will not be able to protect us. Protect my goal. We need to disengage Meridian from Command Core, which will remain here to draw fire. Meridian contains all the work of the Jardin. Nothing else matters. I will send it far. We can return one day. Continue the process of renewal. What the? End of log. The Archon was wrong. This isn't Meridian. Meridian is gone. That can't be the end of it. There must be some way to get it back. Meridian is in the, auf der Milchstraße. We gotta move now! Ja, komm, aus. Get ready. We're getting out of here. Sam, find me another exit, away from the cat. There is no other exit, Pathfinder. However, the Remnant City is not without defenses, and this is its central command. Remnant defenses, of course. Use them against the cat. Yummy! Das ist schlecht! Das ist schlecht!
schlecht. Der macht die ganze Station hin. Gone. The Archon wants that one. Destroy the rest. Watch your backs. It's one of those that can cloak. I can still smell that pit stench. Sag mal, danke der Rüstung. We saw everything from orbit.
Incredible. The entire city lit up. The scans went wild. And Ryder, the Ket are retreating. Whatever you did, it worked. They had it coming. Good to hear. A full retreat? That's a relief to hear. Any progress on Meridian? Have you got it working yet? This isn't Meridian. Or at least not all of it. Hard to explain. We'll brief you later. So Meridian's gone. But shouldn't this thing know the nav point of where it went? Contact with the Scourge will have altered Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. There must something be in here. All the Meridian was not around us. The Jardin had to have a plan. I don't think they had much time for a plan. Well, if the Scourge is messing things up, maybe that's where we should look. What are you thinking, kid? I don't know yet. We'll have to think about it. You heard, Kello. The Ket are running from us. That just means we need to push forward before they can recover. We have to find Meridian. The real one. Sam, collect all the data you can. Radio the Tempest for extraction. This is going to take work. And it's going to take all of us. Wait, und das Game ist immer noch nicht vorbei. Entweder ist jetzt Folge 1 vorbei und das ist die direkte Vorbereitung auf Folge 2. Andromeda 2. Oder jetzt dauert es noch ein Weilchen. Also ich darf das, wenn ich Storyteller war von der Geschichte und da das nicht herschenken. Pathfinder, you seem well. I am, thank you. We're all doing quite well here. Thank you. That is good to hear. This journey can't have been easy. Speaking of which, we know you defied us. You went for Meridian in direct violation of initiative orders, even though our reasons were quite clear. Yet, you were correct, Ryder. We should have trusted your instincts. You have proven time and again that you deserve the title of Pathfinder. I have never been so glad to be wrong. Und noch einmal so Gedanke. Ich hab nichts gegen Tern. Der ist vorsichtig und objektiv. Außer mit Organen. The initiative stands ready to provide whatever support you need. So, sehr gut. Jetzt haben wir die komplette Pathfinder. Unterstützung. If you're done with your call to the Nexus, I'd like to talk to you. I think I've found a way for us to find Meridian. Ja, nur, wie der Weg ausschaut, wie Meridian ausschaut, wo Meridian ist, wo Meridian herkommt, was mit der Jean Garson passiert ist, was hinter das Scourge wirklich steckt, was die Ket weitermachen, und so weiter und so fort. Ein paar kleine Fragen, wie es Mutti geht, wie es der Schwester geht, das werden wir möglicherweise, ich bin mir für überhaupt nichts mehr sicher in dem Spiel, das werden wir das nächste Mal möglicherweise, ansatzweise oder ganz, keine Ahnung, erkennen. Das war auf jeden Fall haftig, Würzgefecht, voll arg. Coole Erkenntnisse und wieder gute Story, mittelmäßiges Telling. Nicht schlechtes Telling, mittelmäßiges Telling, weil so Sachen wie, das ist im Prinzip ein riesiger Brutkosten, Lebensgenerator für ganze Cluster, für ganze Systeme, für ganze Galaxien vielleicht sogar. Das ist im Prinzip the God Engine. Und die Lebensformen, die da erzeugt werden, die sind voll angezogen. in klassischen Tribal-Gewändern. Das, und zwar noch in die Brutkästen drin, das, wieso, warum muss das sein? Bitte nachdenken, wer das designt hat. Oder geht's da darum, dass man halt kein Nudity auch nicht von Außerirdischen in irgendeiner Form präsentieren darf? Gott, wann so ist, dann gebitte, wir sind ja nicht mehr, wir leben im 21. Jahrhundert, okay? Meine Fresse, naja gut. Es war mir ein Volksfest, das war eine sehr anstrengende Folge, ist ganz schön zugegangen, würde Geschichte. Und wir sehen uns in Bälde wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ein gutes Spiel, bis es soweit ist, weil ich vorerst wieder mal out.